Servus Leute, heute in dem Video zeige ich euch, wie ihr in Fallout 4 einfach mal schnell euren Inventar leeren könnt und nicht alles zu verlieren. Natürlich müsst ihr dazu Glück haben, zum Beispiel für die erste Variante, dass ihr eine Siedlung in der Nähe habt, weil dann könnt ihr, wie ich jetzt hier gerade, zu dieser scheiß Werkbank hinschleichen, unter Transfers und dann bei der PlayStation ist es Dreieck, gesamten Schrott lagern, Putz und schon habe ich wieder 50 Kilogramm, keine Ahnung, mehr Platz im Inventar. Das ist meiner Meinung nach auch die beste Lösung. Allerdings muss man dazu sagen, ihr habt nur die Werkbank für die Siedlung, in der ihr gerade seid. Also jetzt nicht meinen, einfach in die Werkbank hier in Sanctuary reinstecken und ihr habt es jetzt auch in der Burg oder sonst wo in euren anderen Siedlungen. Nein. Ist leider nicht so, ist leider nur in der Werkbank verfügbar, in der ihr das Zeug reingetan habt. Allerdings habt ihr das jetzt zur Verfügung, wenn ihr hier auf Werkbank geht und das ist jetzt alles hier drin. Das ist gut. Die zweite Möglichkeit ist, wenn ihr mit einem Begleiter reist, hier zum Beispiel ich mit Nick Valentine, Hey, könnt ihr einfach pass unter auf. Befehl und dann Ich komme. Handel dem die ganze Scheiße reindrücken. Hier bei mir Dönermesser, Erlöser, Flammenwerfer und so Scheiße, die ganzen Waffen. Habe ich bei dem jetzt einfach mal reingetan. Und das ist sehr effektiv. Das geht natürlich auch mit jedem Begleiter. Der kämpft auch dann mit den Sachen. Also letztes Mal habe ich gesehen, seitdem ich ihm das Dönermesser da reingetan habe, kämpft er im Nahkampf mit dem Dönermesser. Sieht eigentlich ziemlich witzig aus. Und ja. Genau, das waren jetzt einfach mal zwei sehr effektive Möglichkeiten. Dann die dritte ist natürlich logisch über die Skills. Könnt ihr zum Beispiel hier bei Stärke, könnt ihr pro Stern, könnt ihr 10 Gramm, Kilo, 10%, sagen wir jetzt einfach mal, Gewicht mehr tragen. Und wenn ihr 6 Sterne bei Stärke habt, könnt ihr anfangen auf starker Rücken. Das erhöht jedes Mal um 25%, nächster Rang um 50% und dann, wenn du überladen bist, kannst du Aktionspunkte nutzen, um zu laufen. Das ist auch sehr cool. Oh, das ist sehr praktisch natürlich. Wenn du überladen bist, kannst du Schnellreise machen, dann schnell in dein scheiß Werkbank kriechen, schleichen, sneaken, ja, und dort alles reinpacken. Gut, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst einen Daumen hoch. Wenn ihr mehr sehen wollt zu Fallout 4, Assassin's Creed Syndicate, Warframe, GTA 5 und so weiter, dann abonniert uns doch einfach. Schreibt in die Comments, falls ihr noch andere Möglichkeiten habt, gefunden habt, wie man das so ändern kann, also beziehungsweise mehr tragen kann, dann haut es da rein, ja. Und ja, dann sage ich mal ciao und bis bald.